Guten Morgen. Gestern bestellt und heute geliefert der Schnee in Herzberg am Harz, der sonnigen Südharzmetropole und Esperanto-Urbo. Wo wir gerade dabei sind, nicht vergessen, diesen Channel zu abonnieren. Das sollte ich vielleicht mal ein bisschen häufiger sagen, weil ich immer noch auf der Suche nach Subs bin für die 1000 Abonnenten. Am Sonntagmorgen ist die Stadt sehr ruhig. Ich vermute mal, dass alle Herzberger in der Kirche sind. Man kann hier übrigens sehen unten, eine Bank beim Skaterplatz hat es dann doch tatsächlich bis in den See geschafft. Das macht wenig Sinn. Ich hoffe, dass man die retten kann. Und im Übrigen kann man bei diesem Schneefall sehr schön die Aussicht in der Stadt genießen, weil der weiße Puderzucker natürlich äußerst ansehnlich ist. Da hinten kann man sehen, wo die Bank fehlt. Kleiner Zwischenbericht: Ich bin im Kurpark bei der Herzberger Papierfabrik Smurfit Kappa und da kann ich eigentlich überhaupt gar keine Sturmschäden feststellen. Ich weiß auch nicht, also hier liegen keine Bäume um, man sieht noch nicht mal Äste, die vom Wind abgerissen wurden und zu Boden gestürzt sind. Das kann man ja einfach mal so ein bisschen erwähnen und für sich sprechen lassen. Vom Emag aus ist der Bereich zur Treppe zur Lohnauer Straße wieder freigegeben. Die sieht man gerade im Hintergrund ins Bild kommen. Und hier sieht man noch ganz schön desaströse Auswirkungen des Orkans Friederike, die auch noch nicht ganz beseitigt sind. Hier sieht man einen Baum, der halt von anderen herabstürzenden Bäumen beeinträchtigt wurde. Ich finde, dass das Ganze noch ein bisschen bedrohlich aussieht, weil die Bäume sind da genau in so eine Kerbe reingestürzt und belasten weiter oben die Stämme auch noch, weil sie da aufliegen. Das ist ein bisschen unheimlich, wenn man hier langläuft. Deswegen vermute ich, dass da noch weiter Leute mit Motorsägen kommen werden, um Sachen halt wieder in Ordnung zu bringen. Die Brücken hier hinten, die sind wohl auch noch gesperrt. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert, dass ich hier von dem Emag gemütlich weiterspazieren konnte. Hier sieht man noch ein paar kleinere Bäume, die angelehnt sind. Und wo ich dann schon mal gerade dabei bin, gehe ich noch mal in Richtung Treppe, weil da kann man nämlich sehen, wie ein Baum auf das metallene Geländer gestürzt ist und was das für Auswirkungen gehabt hat. Weil hier sieht man eine ganz schöne Delle, die Stämme liegen da auch noch. Und da kann man halt wirklich sehr gut ablesen, was für Kräfte hier gewirkt haben müssen. Von dieser Ecke aus sieht man eventuell auch noch mal ganz gut, dass da mehrere Bäume auf den eh schon angebrochenen Stämmen liegen und diese belasten. Und weil ich nicht möchte, dass die runterkommen, werde ich mich hier jetzt auch mal ganz schnell wieder verkrümeln. Ich frage mich, ob der Zustand am Emag, dass da keine Sperrung mehr ist, ob das so gewünscht ist oder ob da vielleicht Leute sich einen Weg frei gemacht haben, sodass man halt dazu neigt, möglicherweise da wo lang zu gehen, wo es nicht hundertprozentig sicher ist. Wir gucken mal nach hier hinten, ob man da noch was sehen kann, weil ich glaube nämlich als Eindruck von Herzberg am Harz, der sonnigen Südharzmetropole an einem gemütlichen Sonntag, müsste dieser Eindruck eigentlich ausreichen, um sich noch ein Bild zu machen. Deswegen schwenken wir noch ein klein wenig über die Sieber und genießen den weißen Puderzucker, der sich über die Landschaft gelegt hat.